Die CAR-T-Zell-Therapie, ursprünglich eine Krebstherapie, kommt zunehmend auch bei Autoimmunerkrankungen zum Einsatz, dann in Form eines individuellen Heilversuchs. Warum es diese Entwicklung gibt, darüber spreche ich jetzt mit Ben-Niklas Beermann. Er ist Assistenzarzt und verantwortlicher Arzt für die CAR-T-Zell-Therapie unter dem Dach der Klinik für Hämatologie, Onkologie und klinische Immunologie. Und ich spreche mit Frau Dr. Christina Düsing, Assistenzärztin aus der Klinik für Rheumatologie und Leiterin der Studienambulanz, beide hier aus der Uniklinik in Düsseldorf. Ja, herzlich willkommen hier bei uns im kleinen Studio. Hallo. Hallo. Jetzt habe ich hier sitzen eine Rheumatologin und einen Onkologen und ich frage mich, ist es ungewöhnlich, dass diese beiden Fächer zusammenarbeiten? Treffen Sie sich häufiger, auch schon in der Vergangenheit, oder ist das so, dass Sie jetzt aufgrund der neuen Therapien, die es gibt, eben einfach häufiger dann auch Berührungspunkte haben? Ja, dadurch, dass wir sowohl in der Rheumatologie als auch in der Hämatologie durchaus ähnliche Angriffspunkte haben, insbesondere ähnliche Zellen, die der Angriffspunkt darstellen. In der Hämatologie natürlich in einer anderen Ausprägung, aber ein ähnlicher Zielpunkt. Dadurch haben wir immer auch schon versucht, ähnliche oder Strategien aus dem einen in das andere Feld zu übertragen, sei es über medikamentöse Therapien, aber insbesondere auch zelluläre Therapien. Das ist einerseits die Stammzelltransplantation. Das wird sogar tendenziell immer mehr in der Rheumatologie. In der Hämatologie ist das eigentlich schon gut standardisierte Therapie, die wir auch sehr häufig durchführen. Und dadurch haben wir eigentlich seit vielen Jahrzehnten schon sehr enge Schnittpunkte in der Behandlung. Liegt also an der Systematik, wie Therapien funktionieren und wo sie so ihre Angriffspunkte haben dann in den einzelnen Fächern. Ganz genau. Und seit 2021 ist in Erlangen erstmalig diese Form der Therapie, über die wir heute sprechen wollen, diese CAR-T-Zell-Therapie, erfolgreich in der Rheumatologie eingesetzt worden. Und das ist der Hintergrund, warum wir jetzt auch hier am Standort enger miteinander kooperieren wollen und diese Therapien eben hier auch zum Einsatz bringen möchten. Jetzt reden wir direkt mal über die CAR-T-Zell-Therapie. Das ist ursprünglich eine Immuntherapie, die hauptsächlich eingesetzt wurde, um Krebspatientinnen und Krebspatienten zu helfen. Wie kommt es, dass diese Therapieform jetzt auch zunehmend bei Autoimmunerkrankungen eingesetzt wird? Also wir sprechen ja vornehmlich heute über die systemische Sklerose, die auch in der Rheumatologie behandelt wird. Aber wie kommt es zu dieser Entwicklung? Ist das ein Ergebnis von Forschung? Sind das andere Erkenntnisse, die da jetzt einfließen? Also wir wissen in der Rheumatologie, dass wir eine spezielle Immunzelle hemmen möchten in ihrer Aktivität, um diese Erkrankungen positiv zu beeinflussen. Wir sind mit chronischen Erkrankungen konfrontiert, die die Betroffenen im Zweifel ein Leben lang verfolgen. Und wir wissen, dass es über medikamentöse Ansätze, diese spezielle Immunzellreihe zu inhibieren oder in der Aktivität zu hemmen, wir teilweise Erfolge verbuchen konnten und darüber gesehen haben, dass dieser Mechanismus funktionieren kann. Wissen aber auch, dass diese Effekte nicht sehr langanhaltend und nicht zu dem positiven Ergebnis geführt haben, das wir uns erhofft haben. Und über dieses neue Zellverfahren haben wir die Möglichkeit, eine spezielle Immunzelle wirklich zu verschwinden zu lassen. Und die danach nachwachsen, haben nicht mehr diese krankheitsspezifischen Ausprägungen, was den Verlauf der Erkrankung nach unserem Kenntnisstand bis heute sehr günstig beeinflusst. Vielleicht können wir einmal so einen Schritt zurückgehen und die CAR-T-Zell-Therapie einmal beschreiben. Worum geht's da? Wie funktioniert die genau? Was wird da gemacht? Letztlich nutzt man die Immunzellen der Patienten selbst aus. Und zwar nicht die Zellen, die man angreifen möchte, sondern eine andere Reihe von Zellen, die davon erstmal nicht betroffen sind, beziehungsweise die da keine Rolle spielen. Und diese Immunzellen, die normalerweise dafür sorgen, dass wir gegen Infektionen zum Beispiel geschützt sind, diese Immunzellen werden dann
durch ein Verfahren so verändert, dass sie eine Struktur auf ihrer Oberfläche tragen, die in der Onkologie eben Lymphomzellen beziehungsweise die eine andere Zielzelle erkennen kann. Und wenn sie in Kontakt mit dieser Zelle kommen, dann wird eine Immunreaktion aktiviert, im Grunde so ähnlich, wie das auch bei einer Infektion passiert. Genauso reagiert der Körper darauf, nur eben, dass er dann diese Zelle und eben keinen Erreger zerstört. Es werden dann unterschiedliche Signale ausgesendet, die eben dem Immunsystem, dem Körper signalisieren, hier muss etwas zerstört werden, hier muss etwas eliminiert werden, und genau das macht dann unter anderem diese KT-Zelle. Vielleicht versuchen wir es nochmal ein bisschen runterzubrechen und so zu vergleichen. Also wenn man von einer Krebserkrankung spricht und man setzt diese KT-Zelltherapie ein, dann werden diese T-Zellen letztlich trainiert, um Krebszellen zu erkennen. Richtig? Genau, im Grunde kann man das so sagen. Wir geben ihnen den Schlachtplan, um die Zellen, um sozusagen ihr Ziel zu erkennen, um die Tumorzellen zu zerstören. Und was sind dann die Zielzellen im Rahmen der Therapie von Autoimmunerkrankungen? Welche Zellen werden da angesteuert? Wenn man es mal runterbrechen möchte, haben wir zwei große Immunzellgruppen im menschlichen Körper, sogenannte T-Lymphozyten und B-Lymphozyten. Und mit dieser KT-Zelltherapie, KT, da steckt das T-Zelle schon im Namen drin, haben wir eben diese modifizierten T-Lymphozyten, kleine Soldaten, wenn man so möchte, die trainiert worden sind, um diese CD19-positiven B-Lymphozyten zu attackieren, die bei unseren Erkrankungen eben für die Antikörperproduktion und für diesen Verlauf verantwortlich sind. Jetzt ist das ja, also ist zumindest mein Eindruck, dass die KT-Zelltherapie deutlich häufiger in der Öffentlichkeit steht mittlerweile. Also man hört immer mehr Krankheitsbilder, wo die dann auch eine tatsächliche Rolle spielen kann. Jetzt ist das sehr erfolgversprechend. Die Frage ist, ob es eben auf der anderen Seite auch Nebenwirkungen gibt, die zu befürchten sind. Wie sieht's da aus? Wir haben schon früh bei den ersten KT-Zelltherapien gemerkt, dass die Immunreaktion, die wir provozieren wollen, häufig überschießend ist und eben nicht nur die Zellen betrifft, die wir angreifen wollen, sondern den ganzen Körper betreffen kann. Das äußert sich insbesondere so in der Frühphase, in den ersten Tagen nach der Infusion von dieser Therapie, durch Fieber, kann aber auch stärker ausfallen, kann aber auch den Körper so stark schlauchen, wie eine sehr schwere Infektion das kann, und dementsprechend auch lebensbedrohlich sein im schlimmsten Fall. Das Zweite, was uns in der Behandlung eigentlich das erste Mal wirklich begegnet ist, dass diese KT-Zellen auch im zentralen Nervensystem ihre Wirkung entfalten, was wir eigentlich möchten, weil auch da finden sich eben diese Zielzellen. Aber wenn sie das im zentralen Nervensystem tun, können eben die neurologischen Funktionen, also unser Sprechvermögen, Sehvermögen, aber auch unsere Bewegungsmöglichkeiten und manchmal sogar der Gesamtzustand des Patienten, also die Wachheit des Patienten, beeinflusst werden. Und diese neurologischen Nebenwirkungen sind durchaus schwerwiegender auch noch als die eigentliche Immunreaktion, die wir am Anfang sehen. Alles etwas, was sich in der Anfangsphase abspielt und meistens in der späten Phase kaum noch eine Rolle spielt, aber durchaus zu schweren Komplikationen führen kann, wenn man nicht frühzeitig behandelt. Und das ist jetzt auch Bestandteil der Forschung, diese Nebenwirkungen, sprich wird natürlich dann im Rahmen von Studienaktivitäten beobachtet und entsprechend beschrieben, vermute ich. Ja, die gerade in der Anfangsphase war es so, dass man diese Nebenwirkungen sehr häufig beobachtet hat und dadurch auch sehr gut charakterisieren konnte. Inzwischen weiß man, wie man diese Nebenwirkungen gut behandelt, kann dadurch auch verhindern, dass es überhaupt zu schwereren Verläufen von diesen Nebenwirkungen kommen kann. Dadurch wird es erfreulicherweise etwas seltener. Man arbeitet auch daran, und das ist auch ein besonderer Bestandteil der Forschung, auch diese KT-Zellen so zu verändern, dass sie möglichst weniger Nebenwirkungen machen bei gleicher Wirksamkeit der Therapie. Vielleicht ziehen wir da so ein bisschen auch mal die Frage vor, in welchem Stadium sich eigentlich so diese Anwendung der KT-Zelltherapie in der Rheumatologie befindet. Ich gehe davon aus, das ist ein sehr frühes Stadium, wo es darum geht, eben im Einzelfall zu schauen, kann man diese Therapieform anwenden oder nicht.
Das ist auch genau richtig. Das, was mein Kollege gerade geschildert hat, sind ja auch überwiegend langjährige Erfahrungen, die im Bereich der Hämatologie und Onkologie gesammelt werden konnte. Und wir müssen jetzt in der Rheumatologie diese Erfahrungen erst mit unserem Patientenklientel sammeln, das sich ja sehr deutlich unterscheidet von diesen hämato-onkologisch erkrankten Patienten. Wir überblicken in der Rheumatologie bis dato Erfahrungen über 3 Jahre. Das heißt, die Anzahl der Patientinnen und Patienten, die behandelt sind, ist noch überschaubar. Die längste Patientin hat diese KTZ-Therapie vor 3 Jahren bekommen. Das heißt, uns fehlen auch so diese langfristigen Verlaufsbeobachtungen, um zu gucken, wie werden diese Patienten nach 10, 20, 50 Jahren im Idealfall verlaufen. Und bisher gibt es viele individuelle Heilversuche, dass man sich anhand der Schwere einer Patientengeschichte entscheidet, interdisziplinär, dass man dieses Therapieverfahren wählt. Aber jetzt kommen auch mehr und mehr klinische Studien zum Einsatz, die in recht frühen Phasen noch den Einsatz von solchen Therapien bei unterschiedlichen rheumatischen Erkrankungen testen möchten, um dann im Idealfall irgendwann auch eine zugelassene KT-Zelle zu haben, ein Produkt, das man dann vielen, vielen Patienten zur Verfügung stellen kann. Jetzt haben wir schon das ein oder andere Mal die Erkrankung systemische Sklerose erwähnt. Von was für einer Erkrankung sprechen wir da? Was passiert mit den Patientinnen und Patienten? Die systemische Sklerose ist eine autoimmune Bindegewebserkrankung, bei der diese B-Lymphozyten Antikörper produzieren, die gegen körpereigene, insbesondere Bindegewebsbestandteile gerichtet sind. Das heißt, es kommt zu chronischen Entzündungen, zu Beginn gerne unterhalb der Haut, dass es zu einer Verdickung, einer Fibrosierung der Haut kommt. Aber auch bei schweren Verlaufsformen sind innere Organe, sei es die Lunge, die Niere oder das Herz, betroffen. Und dieser Prozess, das ist eine chronische Erkrankung, der sich bis dato nicht aufhalten lässt. Das heißt, wir haben mit den aktuellen Therapieformen die Möglichkeit, den Verlauf günstig zu beeinflussen. Trotzdem klagen unsere Patienten über Luftnot bei Belastung beispielsweise. Der Magen-Darm-Trakt kann beteiligt sein, dass sie nicht mehr so gut essen oder auch trinken können beispielsweise. Da sind die Einschränkungen sehr mannigfaltig. Und bis dato hatten wir begrenzte Möglichkeiten, diese Therapie, wenn überhaupt, günstig zu beeinflussen. Aber es gibt bis dato keine Heilung dafür. Und die KT-Zelltherapie wäre eine Option, eine Heilung herbeizuführen bzw. die Symptome rückgängig zu machen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also das Ziel ist, dass wir ohne Medikamente die klinischen Symptome dieser Erkrankung verhindern können. Das heißt, zuallererst wollen wir verhindern, dass die Erkrankung fortschreitet, und dann möchten wir auch, dass die Veränderungen, die bis dato stattgefunden haben, bis zu einem gewissen Grad wieder zurückgehen. Inwieweit wir das tatsächlich schaffen können, ist bei der Erkrankung, über die wir jetzt gerade sprechen, eben noch ein Anliegen der Forschung. Hier an der Uniklinik in Düsseldorf wurden bisher 2 Erkrankte behandelt. Wie waren da Ihre Erfahrungen, sowohl auf der onkologischen Seite als auch auf der rheumatologischen Seite? Wir haben insbesondere in der Anfangsphase durchaus auch aufgrund der Vorerfahrung aus der Hämatologie Sorge gehabt, dass gerade diese Nebenwirkungen, die ich vorhin schon angesprochen habe, bei den Patienten auch zu lebensbedrohlichen Komplikationen führen. Denn man muss sich vor Augen führen, es ist keine Erkrankung, die das Leben so perakut bedroht, wie es das viele onkologische Erkrankungen tun, in denen wir diese Therapie einsetzen, sodass auch die Risiko-Nutzen-Abwägung einer solchen Therapie in der Rheumatologie sicherlich eine ganz andere ist. Aber erfreulicherweise haben wir zwar Nebenwirkungen im Sinne dieser Immunreaktion gesehen in der Anfangsphase, aber gerade diese neurologischen Nebenwirkungen, die wir durchaus auch inzwischen mehr fürchten als die Immunreaktion, haben wir bisher erfreulicherweise noch gar nicht gesehen. Und auch in der weiteren Verlaufsphase sehen wir eigentlich kaum Nebenwirkungen, auch nicht die wir sonst eigentlich bei den onkologischen Patienten erwarten. Insofern kann ich zumindest aus unserer Perspektive sagen, sind die Verläufe bisher sehr erfreulich gewesen. Absolut, das kann ich nur ergänzen. Der eine Patient, der ist Ende letzten Jahres behandelt worden. Er macht gerade einen längeren Urlaub mit seiner Familie in Südfrankreich. Er fährt wieder mit dem E-Bike. Das heißt, das ist für ihn sehr, sehr viel Lebensqualität, die er jetzt gewonnen hat. Die zweite Patientin ist seit einer Woche wieder zu Hause. Und auch da konnten wir zeitgerecht den stationären Aufenthalt beenden. Und sie kommt jetzt zu den Verlaufskontrollen und sie fühlt sich gut. Sie ist zu Hause gut angekommen. Und jetzt fangen wir aber erstmal ab, an einem Follow-up aufzuarbeiten, wie das Ansprechen tatsächlich zu objektivieren ist. Klingt sehr positiv. Vielleicht können wir noch einmal kurz einsteigen bei der Risiko-Nutzen-Abwägung. Die haben Sie gerade aufgeführt, Herr Beermann. Sie sagen ja, Krebserkrankungen, da ist klar, es geht ums Leben. Bei der systemischen Sklerose
ist das natürlich auch eine schwere Erkrankung, aber man muss eben so von anderen Konsequenzen ausgehen. Wie entscheiden Sie, bei welchen Patienten können Sie sagen, okay, wir machen diese Therapie, bei welchen Patienten sagen Sie, nein, können wir leider nicht. Da muss es ja eine Einzelfallentscheidung geben dann jeweils. Das machen wir tatsächlich auch interdisziplinär. Meistens sehen wir die Patienten ja im Rahmen unserer Ambulanz oder auf der Station. Das sind Patienten, die auch nach kurzer Krankheitsgeschichte schon einen sehr fulminanten Verlauf zeigen, wo wir sehen, dass die Erkrankung immer weiter fortschreitet, neue Organsysteme befällt, die unter den bisher zugelassenen Therapien entweder eine Verschlechterung oder keine signifikante Besserung zeigen. Und das sind dann auch Patienten, bei denen wir möglichst früh den Schaden verhindern möchten, weil wir wissen, dass diese Patientinnen und Patienten eine reduzierte Lebenserwartung haben. Aber dann stellen wir die auch sehr frühzeitig den Kollegen der Hämatologie vor, die dann natürlich auch nochmal entscheiden müssen in Anbetracht der Risiken, die damit verbunden sind, ob die Patientinnen und Patienten geeignet sind dafür. Wir sind da auch sehr vorsichtig. Wir versuchen natürlich zu vermeiden, gerade vermeidbare Komplikationen eben gar nicht erst einzugehen und sind da auch sehr gründlich, untersuchen die Patienten mit apparativen Methoden, aber auch über eine sehr ausführliche Anamnese und körperliche Untersuchung, um sicherzustellen, dass wir wirklich kein unnötiges Risiko eingehen. Und auch wenn wir diese Risiken, wenn wir keine unannehmbaren Risiken sehen, müssen wir die Patienten immer sehr genau aufklären über diese Therapie. Denn es ist eben, wie schon beschrieben, ein individueller Heilversuch, bisher zumindest. Und die Patienten müssen genau wissen, auf welche Risiken sie sich einlassen und was sie von der Therapie insbesondere auch erwarten können. Und das ist ein sehr langer Prozess, sehr ausführlich, in sehr, sehr vielen Gesprächen mit den Patienten, um eben eine gemeinsame Entscheidung auch mit dem Patienten zu treffen und nicht nur sozusagen, wenn auch interdisziplinär mit den Kollegen, eben auch den Patienten da wirklich abzuholen in seiner Situation. Es gibt ja nun ganz unterschiedliche Autoimmunerkrankungen. Ich führe mal Multiple Sklerose an oder Morbus Crohn. Ist denn davon auszugehen, dass die KT-Zelltherapie in allen diesen Erkrankungen Wirkung entfalten kann? Oder gibt es da eben nur bestimmte Einsatzfelder, wo man sagen kann, okay, da macht das auch Sinn? Also bis dato gibt es Patientinnen und Patienten, die mit einer Multiplen Sklerose mit KT-Zellen behandelt werden. Auch dahingehend laufen klinische Studien, die noch sehr früh oder sehr jung sind, aber die tatsächlich durchgeführt werden. Nicht alle Autoimmunerkrankungen haben den gleichen Pathomechanismus. Das heißt, der Morbus Crohn muss da noch mal so ein bisschen außen vor gelassen werden. Zum aktuellen Stand zumindest ist die KT-Zelltherapie da nicht so weit im Fokus, wie sie jetzt bei den rheumatischen Erkrankungen, bei der systemischen Sklerose vorne steht. Das muss sicherlich dann abgewartet werden. Wir sind erfreulicherweise auch da, nicht nur mit unseren Kollegen aus der Rheumatologie sehr in einer sehr engen Zusammenarbeit, sondern haben auch schon einzelne Patienten mit den Kollegen aus der Neurologie zusammen besprochen und auch sind jetzt auch dabei, seit einigen Wochen an einer Studie zu dem ersten Einsatz von KT-Zellen im Rahmen von einer klinischen Studie bei der Multiplen Sklerose, um eben gerade auch da den Patienten, denen sonst die gängig verfügbaren Therapien eben nicht helfen, möglicherweise langfristig eine Besserung ihrer Symptomatik zu ermöglichen. Jetzt können wir festhalten, dass mit Blick auf die rheumatologischen Erkrankungen die KT-Zelltherapie noch am Anfang steht. Wie lange muss man denn rechnen, bis man davon ausgehen kann, dass das eine Art Standardtherapie werden kann? Da sprechen wir sicherlich über mehrere Jahre. Also da sind wir auch, was die klinischen Studien im Moment angeht, noch in einer sehr, sehr frühen Phase. Diese klinischen Studien laufen ja meistens alleine schon der reine Studienzeitraum über anderthalb, zwei Jahre plus dann noch eine Nachbeobachtung. Da gibt es unterschiedliche Firmen, die ihre Studien jetzt initiieren und durchführen. Aber bis diese Daten dann wirklich gesammelt zur Verfügung stehen, bei so einer Therapieart muss man sich ja auch sehr sicher sein, dass sie tatsächlich so nützlich ist und so verträglich ist, bevor man sie zulassen kann. Und das ist ein sehr gründlicher Prozess, der tatsächlich noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird. Was empfehlen Sie denn Erkrankten mit systemischer Sklerose? Ist die Lösung, erstmal sich an ein Zentrum zu wenden, das eben diese Erkrankung auch möglichst häufig behandelt, um dann zu schauen, ob es da eine Möglichkeit gibt, in die Studie reinzukommen oder Studie oder eben als Einzelfallabwägung dann letztlich mit KT-Zelltherapie behandelt zu werden?
Also wir stehen sehr, sehr gerne zur Verfügung, um solche Patientinnen und Patienten erstmal kennenzulernen und auch einzuschätzen, den Krankheitsverlauf nochmal besser beurteilen zu können. Das Schöne ist, dass wir hier am Standort auch sehr früh direkt die Kollegen der Hämatologie ins Boot holen können, um gemeinsam zu entscheiden, ist das der geeignete Zeitpunkt, ist es vielleicht noch zu früh oder ist der Betroffene noch gar nicht geeignet für eine solche Therapie. Das heißt, wir haben hier einen wissenschaftlichen und auch klinischen Schwerpunkt zur Behandlung der systemischen Sklerose, bekommen auch immer mehr Zuweisungen aus der Umgebung und stehen dafür auch sehr, sehr gerne zur Verfügung, sind aber auch vernetzt deutschlandweit. Also Kollegen müssen nicht aus ganz Deutschland zu uns kommen. Wir können auch an Zentren verweisen, die dann vielleicht näher gelegen sind. Aber grundsätzlich stehen wir dafür sehr gerne zur Verfügung. Wunderbar, das ist doch eine gute Nachricht. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Danke auch.